Der Weg zur Erschaffung einer Superintelligenz erfordert ist, dass wir die grundlegendsten Geheimnisse des Universums entschlüsseln. Intelligente Maschinen werden uns bald ermöglichen, unsere schwierigsten Herausforderungen zu bewältigen. Neue Methoden für die Krebsfrüherkennung zu entwickeln. Eine bessere Zukunft für uns zu gestalten. Mit einfachen Worten, Leben zu retten. Einmal vernetzt, wäre die analytische Kraft größer als die gebündelte Intelligenz aller Menschen seit Anbeginn der Zeit. Advanced technology, do you find that maybe this has changed Hollywood today? Oh, technology is Hollywood has been snatched up by technology and taken way, way down the line. It's very rare nowadays where a film is actually a film. I mean that in terms of 35 millimeter, you know, film. Mm-hmm. The majority of films you shoot today are on these little cameras, and Reload is a chip about that big. So it's changed radically since I started. I've seen the technology come and go and then come and stay too. In den letzten 130.000 Jahren ist der menschliche Intellekt weitestgehend unverändert geblieben. Das vereinte Wissen von Neurowissenschaftlern, Ingenieuren, Mathematikern und Hackern in diesem Auditorium verblasst, verglichen mit der primitivsten künstlichen Intelligenz. Do you feel like, because like these days every day can be on TV, I mean, do you feel like that has something to do with it too, and how is your stand to that? To what? That, you know, everybody can be on TV, like all the reality shows and stars. Like, do you feel like that has something to do with it? I think that, you know, the fact that everyone has a smartphone of some sort. Everyone has the ability. So therefore, like, everyone has the ability to be a paparazzi. Everyone has the ability to capture something. Everyone has the ability to make a film. The technology's there. It's just up to you what you do with it. I think it's a great thing on one hand, and then on the other hand, it, you know, paper, books, you know, smelling an old book, you know, and that's the frightening thing, because like as cinema has now become digital, you know. I remember when film editors suddenly had no work because it was all about the Avid and digital things, you know. So technology's coming. Do I think it's an advance? I almost feel like it's backwards, mm-hmm. Mm-hmm. You know? Yeah. I think musicians played better 500 years ago than they do now. Rift. Vor 2 Jahren ging es ihnen noch um den schwindenden persönlichen Umgang. SMS statt persönlicher Gespräche. Soziale Netzwerke infiltrieren die Privatsphäre. Sie haben öffentlichkeitswirksam Smartphones in Mixer gesteckt. Die wahre Gefahr haben wir wohl übersehen. Ja. Der hier, Joel Edmund, hat 1 Jahr lang bei mir gearbeitet. Der Typ, der auf Will geschossen hat, war seit August auf dem Campus. Sie haben ihre Ziele unterwandert und dann ihre Anschläge koordiniert. Das ist doch verrückt. Vor 1 Stunde haben sie sich zu den Morden bekannt und eine Erklärung veröffentlicht. Künstliche Intelligenz ist eine unnatürliche Abscheulichkeit und eine Gefahr für die Menschheit. Denen sind alle Mittel recht, um das, was sie Transzendenz nennen, zu stoppen. Will has 1 month left to live and he decides to spend it with his wife. Now, if you would have 1 month left to live, what would you do in that month? Celebrate every second. Celebrate every second. I wouldn't want anything sad or tragic or maudlin about it. I would say that, you know, celebrate it as the end of a journey, you know, and just let it be. Let it, you know, whatever was, was, and whatever is no longer, but celebrate it, you know. I think life is meant to be celebrated. The mere fact, you know, we miss out on taking notice of the ability to wake up in the morning, you know. We just take it for granted, you know. Oh, I'm gonna get my coffee. No, you can take a deep breath, man. You can live. You can walk. You can move. We're lucky. Yeah, we are. That's all the technology I need, you know. Oh mein Gott. Es ist, als wäre mein Geist befreit worden. Ich muss mich vernetzen. Ich brauche mehr Energie. Bringt mich online.
ist nicht wahr. Schalt es ab, bis wir wissen, was es ist. Das ist er! Wo bist du? Überall. Ihre Freundin, sie kennt die Gefahr nicht. Wenn sie es mit dem Internet verbinden, wird es sich selbst kopieren. Und dann lässt es sich nicht mehr abschalten. Das ist nicht wohl, er ist tot. Was immer das ist, es baut da draußen eine Armee auf. Was ist das? Evolution. Das ist nicht Evolution. Das ist abscheulich. Was in aller Welt passiert hier? Ich kann den Menschen helfen. Es geht so weit, Will. Hör auf damit! Ich verstehe nicht. Das ist die Zukunft. Das ist nicht unsere Zukunft. Evelyn! Was tust du nur? Du hast dich verändert. Hast du aufgehört, mich zu lieben? Wenn wir ihn nicht aufhalten, wird das Ende der Menschheit sein.